willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute darum, was die Polizei bei einer Polizeikontrolle darf und was nicht. Ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt gleich mit dem ersten Punkt an. Vorab darf die Polizei erstmal nur eure Identität feststellen. Sprich, die dürfen eurem Ausweis und eurem Führerschein verlangen. Die müsst ihr dann auch vorzeigen. Als zweites muss sich der Polizist sich ausweisen können. Und dafür hat der Polizist auch seinen Dienstausweis dabei. Ist auch von Vorteil, wenn später etwas vorfallen würde, dass ihr seine Daten habt und eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen könnt. Als drittes sei gesagt, dass ihr euren Kofferraum nicht öffnen müsst. Auch wenn der Polizist das sagt, das könnt ihr dann ablehnen. Die beliebte Frage ist hierbei natürlich nach dem Warndreieck und nach dem Verbandskasten. Außerdem darf der Polizist nicht einfach euer Auto durchsuchen, sprich im Innenraum. Dafür ist dann ein richterlicher Beschluss nötig. Punkt Nummer 4, ihr müsst keinen Alkohol- und Drogenschnelltest, den dürft ihr einfach ablehnen. Drogenschnelltests sind sehr ungenau und haben vor Gericht keine Aussagekraft. Das Ganze dürft ihr nur ablehnen, wenn kein Verdacht gegen euch besteht. Es reicht auch nicht, wenn ihr einfach nur rote Augen habt, sondern ein anderer Fall wäre jetzt, wenn ihr einfach stark nach Alkohol riecht. Und als fünftes sei noch gesagt, der Polizist darf euch nicht einfach mit seiner Taschenlampe in den Augen rumleuchten, um zu schauen, ob ihr vielleicht Drogen genommen habt oder eure Kontaktlinsen drin habt. Das darf der Polizist nicht. Und des Weiteren darf er euch auch nicht auf irgendwelchen Linien zu laufen oder irgendwelche Tänzchen zu machen, um zu schauen, ob ihr vielleicht doch Drogen genommen habt. Das war's dann auch schon mit dem ganzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einfach ein Like da, abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, abonniert ihn trotzdem und in diesem Sinne.